Südlich von Leipzig betreibt der Verein Kohlebahnen eine Museumsbahn. In den Sommermonaten könnt ihr fast jedes Wochenende mit dem Zug zwischen Meuselwitz in Thüringen und Regis-Breitingen in Sachsen hin und her fahren. Ostern soll auch die Dampflok wieder einsatzbereit sein. Heute geht es aber nicht um die Dampflok, sondern um eine andere Lok. Auf dem Bahnhofsgelände in Meuselwitz befindet sich ein technisches Museum, in dem es viel zu entdecken gibt. Unter anderem auch diese E-Lok. Von denen gibt es zwei Stück hier im Museum und die zweite steht bzw. stand im Lokschuppen. Die Aufnahmen sind schon etwas älter. Sie sind von 2011, aber ich finde sie zu interessant, um sie ewig im Archiv zu verstecken. Außerdem ist die Lok bei den Kohlebahnen in Meuselwitz auch nicht so oft im Einsatz. Bei der Lok handelt es sich um eine elektrische Grubenlok EL3. Zwischen 1951 und 1978 wurden fast 800 Exemplare in Henningsdorf gebaut. Die Lok mit der Nummer 301, die hier in Meuselwitz fährt, hat eine Dienstmasse von 75 Tonnen und eine Länge über Puffer von 13,7 Metern. Ach ja. Oberleitungen sind auf der Strecke zwischen Meuselwitz und Regis-Breitingen nicht vorhanden. Deswegen gibt es einen Generatorwagen, der die historische Lok mit Strom versorgt. Früher war die Strecke natürlich elektrifiziert, denn mindestens eine der beiden Lokomotiven stammt aus dem ehemaligen Tagebau Haselbach, an dem die Strecke noch heute vorbeiführt. Die Gegend hier im Altenburger Land ist seit Jahrhunderten vom Braunkohleabbau geprägt. 1942 wurden hier einige Bahnstrecken mit 900 mm eröffnet, um den Transport der Kohle in die naheliegenden Brikettfabriken zu erleichtern. Höhepunkt des Kohleabbaus war in den 1960er Jahren. Zu der Zeit wurden die Strecken der Grubenbahnen auch elektrifiziert. Nach der Wiedervereinigung war es allerdings vorbei. Viele Strecken wurden stillgelegt und die Oberleitungen abgebaut. ...1996 wurde der Verein Kohlebahnen e.V. gegründet, der sich seitdem um den Erhalt der Strecke zwischen Meuselwitz und Regis-Breitingen kümmert und dazu beiträgt, die Bergbau- und Eisenbahngeschichte für zukünftige Generationen zu erhalten. Also dann, genießt eure Zeit, egal ob mit oder ohne Eisenbahn.